Hey Gianni. Hi Liv. Heute sind wir nicht in der Geschäftsstelle des KJR, sondern? Wir sind hier heute auf dem 22. Multikulti-Festival in Neuburg im Stadtteil Ostend. Und wir haben uns vorgenommen, heute einfach mal ein paar Leute zu interviewen. Und ich würde sagen, packen wir's, oder? Ja, los geht's. Also unser erstes Video startet hiermit. Wir haben hier Gerhard Schoder, ich bin der Fraktionsvorsitzender von den Grünen im Stadtrat. Okay. Also erstmal hallo von mir auch. Danke. Die Frage, was genau machst du denn heute hier am Multikulti? Also erstmal bin ich natürlich hier, um mir das Ganze anzuschauen und einzuatmen sozusagen, die Stimmung. Ganz besonders wichtig ist mir aber der Stand von der Bürgerbeteiligung vom Bürgerhaus, um einfach mal aufzugreifen und zu verstehen, was die Leute sich hier wünschen im Viertel und was denn Not tut sozusagen. Mhm. Wie wir den Volksplatz, den Pfaffi, attraktiver machen können und das ganze Quartier insgesamt natürlich auch. Okay. Was macht denn für dich das Multikulti aus? Also, ich bin hier die erste Reihe reingegangen und ich war ganz weggehauen von der Vielfalt, die wir in Neuburg haben. Jetzt, da ging es jetzt nur um Essensstände, gell? Mhm, ja. Aber das ist einfach eine ganz, ein ganz besonderes Flair, eine ganz besondere Ecke hier auch in Neuburg. Mhm. Wo einfach so viele Kulturen, so viele Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlichem Hintergrund. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Eine Frage habe ich noch. Dann wie viel das Multikulti-Fest ist das denn jetzt ungefähr? Also aktiv zum Teilnehmen durch zum ersten Mal. Okay. Und sonst die Jahre davor bist du immer als Gast da gewesen, oder? Mal vorbeigeschaut mit den Kindern und so. Okay. Ja, dann hätten wir unsere Fragen schon. Super. Wir bedanken uns. Hat mich gefreut. Dankeschön. Und schönen Tag noch. Euch auch, danke. Also, wir haben schon unsere nächsten Interviewgäste hier. Zwei junge Damen. Stellt euch doch gerne erstmal vor. Ich bin Paulina, ich bin 18 und ich habe vor einem Jahr hier meinen Bufti gemacht im Bürgerhaus. Ja, ich bin Bella, ich bin ihre Schwester und bin dann einfach mal gekommen. Wir sind hier ja am Stand der Bürgerbeteiligung. Und mit den Scheibchen hier kann man ja aufschreiben, was man sich denn für den Volksfestplatz hier wünscht. Und ich sehe schon, ihr habt einen recht großen Zettel. Wollt ihr uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da so aufgeschrieben habt? Ja, gerne. Wir haben ein bisschen Brainstorming gemacht und dann sind uns ein paar Sachen eingefallen, zum Beispiel Liegestühle mit Sonnenschirmen, irgendein wetterfestes Bücherregal und wetterfeste Sitzsäcke, so ein Pavillon mit Bänken drin. Genau. Ja, und also ich kam auch auf die Idee mit Blumenbeet, einfach, dass man auch was für die... Könnt ihr ein bisschen zu sagen? Was für die Optik hat. Und vielleicht auch ein Barfußweg, weil es auch immer ganz cool. Und für den Spaß vielleicht auch Slackline oder auch eine Lagerfeuerstelle. Da kann man auch zusammenkommen. Oder so Boccia, was die Senioren immer ganz gerne spielen. Ja, genau. Ja, das sieht man ja am Karlsplatz immer ganz ja, oft. Ja, das stimmt. Oh, ja. Dass sie einfach das hier auch machen können und nicht hoch müssen. Ja, klar. Ja. Wie findet ihr denn generell so das ganze Multikulti, dass alle einmal zusammenkommen, die ganzen Kulturen? Was haltet ihr davon? Ich finde das mega cool, weil dann sieht man auch mal was von anderen Kulturen, wie die essen, wie die tanzen, wie die, was die für Musik haben zum Beispiel. Und das ist auch das Einzige in Neuburg, das ist das Einzige, was ich kenne, dass sowas veranstaltet wird. Mhm. Also in anderen Städten kann ich das jetzt nicht. Ja. Ich finde es auch einfach cool, dass man einfach zusammen Freude genießt und zusammen feiert. Schön. Okay, dann bedanken wir uns fürs Interview. Dankeschön. Ja. Und euch noch viel Spaß. Danke. So, heute mal jetzt noch mal ein kleineres Interview. Wie heißt du denn? Hanna Knospe. Du hast gerade, was für deinen Wunschbaum, hast du gerade einen Wunsch aufgeschrieben? Und zwar mehr Pflanzen, weil hier ist alles nur mit Gras, ein bisschen vertrocknetes Gras und ganz viel Asphalt. Da sollte mehr Pflanzen hin, finde ich. Weil die Ostendschule ist ja eigentlich auch was für die Umwelt und dann sollte eigentlich auch mehr Pflanzen hierher. Das ist ein ganz, ganz toller Wunsch. Das machen nicht viele Kinder. Also wirklich ganz toll. Genau. Das war's dann eigentlich schon. Und dann hoffen wir mal, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Okay. Tschüss. Tschüss.
dem Oberbürgermeister von Neuburg. Stellen Sie sich doch einfach einmal vor und sagen Sie, was Sie so machen. Ja, also mein Name ist Bernhard Wieling. Ich bin seit jetzt über 20 Jahren der Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt Neuburg an der Donau. Und was ich so mache, ja, natürlich viel Zeit im Rathaus verbringen und an den Wochenenden viel Zeit bei so wunderschönen Festen wie dem Multikulti-Fest oder bei der Messe Gesund und Aktiv oder bei verschiedensten anderen Veranstaltungen. Dadurch, dass das Multikulti-Fest ja heute das Nonplusultra ist im Gespräch, würde uns interessieren, was Sie persönlich mit dem Multikulti-Fest in Neuburg verbinden. Also zum einen ist es ja jetzt schon eine Traditionsveranstaltung. Das findet ja jetzt das 22. Mal statt. Das Multikulti-Fest hat auch schon bayerische Preise gewonnen für Völkerverständigung, für internationale Begegnungen. Und ich glaube, es ist ein Musterbeispiel, wie man Integration verschiedenster Kulturen, verschiedenster auch Völker hier in Neuburg erleben kann. Es ist, finde ich, ein wunderschönes Fest, weil man einfach viel probieren kann, sehen kann. Und was mich am meisten freut, ist, dass da Syrer und Türken und Jordanier und Äthiopier und Vietnamesen und wer noch alles friedlich nebeneinander sind und miteinander ein großes Fest feiern, ihre Speisen, ihre Folklore anbieten, und das ist einfach eine tolle Sache. Das eigentlich war's schon? Ja, also das war's schon. Das war's schon, genau. Gut. Dann bedanken wir uns. Gerne. Stand von der Türkei. Stell dich einfach einmal kurz vor. Also ich bin die Emine. Ich bin in Neuburg geboren und aufgewachsen, bin 21 Jahre alt und studiere aktuell angewandte Psychologie. Ja. Cool. Das war's. Also zum Multikulti-Fest. Warum macht ihr als Stand der Türkei hier mit beim Multikulti-Fest? Also ich muss sagen, wir als Stand der Türkei, wenn ich so auch ausdrücke, wir freuen uns eigentlich jedes Jahr auf dieses Fest, weil es erstens die Möglichkeit ist, dass wir alle mal wieder zusammenkommen, diese Freude zusammen erleben und auch der Kontakt zwischen anderen Menschen und Personen und natürlich auch, um unser Land, die Türkei, zu repräsentieren, so gut es geht. Genau. Was ist für dich besonders an deiner Kultur? Der Zusammenhalt, würde ich sagen, das Familiäre, also das ist sofort, wenn man merkt, okay, die Person kommt sogar aus demselben Gebiet, aus der Türkei, dann entsteht sofort die Wärme, man ist sofort, hat irgendwie so eine Verbindung zueinander, und ich glaube, das würde ich sagen. Dann würde mich interessieren, was dir in Deutschland am meisten fehlt, verglichen mit der Türkei. Also in Deutschland, was mir am meisten fehlt, wenn ich ehrlich bin, weil ich ja auch irgendwie so schon immer hier lebe, weiß ich gar nicht, was anders ist. Aber wenn ich jetzt mal in Urlaub fliege, so im Vergleich, dann würde ich sagen, dort ist immer ein bisschen mehr los, immer alles ein bisschen lebendiger wie hier. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass wir hier diesen Arbeitsrhythmus haben. Das wäre das, glaube ich, dass man innerhalb der Woche mal vielleicht auch mal rausgehen kann, nicht, dass alles immer aufs Wochenende verlegt wird. Das würde ich sagen, genau. Warum denkst du, ist dieses Festival wichtig für diesen Stadtteil? Also abgesehen natürlich, dass wir nur unser Land repräsentieren, haben wir auch die Möglichkeit, die anderen Kulturen kennenzulernen. Und ich finde vor allem, in der jetzigen Zeit ist es wichtig, diesen Blickwinkel ein bisschen zu öffnen. Und dass man quasi auch mit immer so ins andere Fenster ein bisschen reinschauen kann. Und ich finde, das ist dann hier die perfekte Möglichkeit dafür. Genau, und dann wären unsere zwei letzten Fragen schon. Was ist denn für dich typisch türkisch und typisch deutsch? Also ich muss da tatsächlich überlegen. So ganz banal, ich würde sagen, im Türkischen ist es eher die Hektik, die da ist. Es ist immer ein bisschen hektisch, es ist immer ein bisschen so last minute und ein bisschen, okay, was macht man jetzt? Und im Deutschen ist es eher die Geplantheit und dass es dann alles ein bisschen eher gelassen ist. Genau. Okay, dann danke sehr. Danke auch an euch. Wir wünschen dir noch ein schönes Multikulti-Fest. Danke, das wünsche ich euch auch. Hallo Tanja. Hallo Gianni. Hallo Alma. Hallo. Also die erste Frage, die uns interessieren würde, ist, warum seid ihr als Traumtheater denn hier am Multikulti? Weil wir das damals mit begründet haben, weil ich seit über 20 Jahren im Bürgerverein Mitglied bin und wir, der Stickeljung und ich, eine gemeinsame Vision hatten. Neben das Leben im Osten ist bunt, ich bin im Osten aufgewachsen, meine Eltern wohnen auch noch hier.
Und die Kinder, die ich im Traumtheater habe, das ist auch, sind auch aus allen Nationen. Und deshalb Neuburg ist bunt und die Vielfalt lebt. Und nur so können wir miteinander glücklich sein, wenn wir jeden so leben lassen, wie er ist. Was ist denn für dich das Besondere an deiner Kultur? An meiner Kultur eigentlich nichts. Weil ich glaube, nur das Miteinander macht es aus. Weil jeder hat ein Talent, egal welche Kultur er hat. Und wenn er das einbringen kann in ein Miteinander, dann kannst du ganz tolle Sachen bewegen. Das ist, also Kultur ist immer, ich glaube immer, auch leicht dann wieder mit Fremdschämen, dass man irgendwas falsch macht oder so. Aber wenn jeder sein Talent ausleben kann, dann gewinnen alle. Und Kultur schränkt es schon wieder ein bisschen ein. Und Multikulti ist viel mehr als irgendeine Kultur, sondern das ist ja das Miteinander. Und das macht es was aus, was das Multikulti auch ist und auch das ganze Ostend und auch die Pfaffi hier. Ne? Das ist einfach traumhaft. Also wir haben ja jetzt das Multikulti, aber bist du der Meinung, das reicht schon, was Völkerverständigung in Neuburg angeht? Oder muss da noch mehr gemacht werden? Also Völkerverständigung kann nur funktionieren über Generationen und im täglichen Miteinander. Wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt einmal im Jahr ein Fest und dann heißt Peace und alle haben sich lieb, das wird nie reichen, sondern das gemeinsame Leben. Und das wird ja hier im Osten auch praktiziert, weil hier so viele verschiedene Nationalitäten leben, die Kinder zusammen in die Schule gehen und die Erwachsenen oder da, also auch meine ehemaligen Schüler, die jetzt schon erwachsen sind, hier ihre Familien gründen. Und da ist es egal, welche Nationalität sie haben. Wenn die zusammen in der Schule schon waren, dann haben sie über die Jahre schon was aufgebaut und da lebt dann das Miteinander. Nur auf Kultur raus ist zu wenig. Und wir müssen, das muss sich manifestieren, das muss jeden Tag so sein. Mhm. Nicht nur heute. Aber in den Bürgerhäusern wird es gelebt, in der Ostendschule, im Schwalbanger Schule, in der Mittelschule. Also dafür kann ich sagen, dass da das Miteinander ganz groß geschrieben wird. Ja. Was bedeutet das Multikulti für dich? Also, oder was findest du besonders toll oder was findest du vielleicht Multikulti nicht ganz so toll? Ist ein Teil meines Lebens, weil seit 22 Jahren engagiere ich mich für das multikulturelle Miteinander. Und irgendwann muss es so weit sein, dass das gar nicht mehr, die Frage nicht mehr braucht, sagen wir es mal so. Dass wir einfach miteinander mit Akzeptanz und Toleranz für den anderen da sind. Gut, das wäre es von uns soweit schon mit den Fragen. Ja. Vielen Dank. Ich sag danke. Wir wünschen dir noch ein tolles Multikulti. Ja. Und tschüss.